Hallo, wie sah nochmal das Composite-Pattern aus? Das Kompositionsmuster, Zusammenstellungsmuster, will man immer dann benutzen, wenn man keine Unterscheidung treffen möchte zwischen einem Objekt oder einer Gruppe von Objekten. Das machen wir jetzt mal am Beispiel eines Grafikprogramms sozusagen. Und zwar will ich jetzt keine Unterscheidung mehr treffen zwischen Rechtecken oder Ellipsen. Dazu sagen wir, wir haben erstmal einfach eine Klasse für die Ellipsen. Und eine Ellipse hat natürlich eine Renderfunktion, um zu zeigen, wie sie sich auf dem Bildschirm darstellt. So, und als zweites Beispiel haben wir noch eine Rechteckklasse. Die hat natürlich auch eine Renderfunktion. So, und wie man das natürlich in einem ordentlichen Programm machen würde, sind das natürlich beides Implementierungen unseres Interfaces Grafik. So, das heißt, was wir jetzt schon erreicht haben, ist, wir können Ellipsen und Rechtecke alle gleich behandeln. Zum Beispiel so. So. Und wir könnten auch einfach statt Ellipse hier Rechteck schreiben. Das ist an sich schon mal gut, aber wenn wir jetzt eine Ellipse und sagen wir, machen wir mal so, wir wollen hier oben die Ellipse und das Rechteck hier unten immer gleich behandeln. Also zum Beispiel, wenn irgendwas verschoben wird, wenn was gerendert wird, dann soll das Ding hier als ein Objekt behandelt werden. Dazu erstellen wir uns eine neue Klasse, die Composite-Grafik. Und die hat erstmal eine private Variable, wo sie alle Grafiken, die sie halten soll, speichert. Wir machen das einfach mal so als Liste. Und natürlich müssen wir diese Liste auch verwalten können, also haben wir zwei Funktionen, eine zum Hinzufügen und eine zum Entfernen von Grafiken. So, wir können schon mal den Rahmen hier oben drumherum zeichnen. So, und wir wissen auf jeden Fall, diese Composite-Grafik soll auch eine Grafik sein. Ist auch eine Implementierung der Grafik. Das heißt, könnte dann hier unten genauso aufgerufen werden. Composite Graphic und dann New und dann kommt hier die Composite Graphic. Damit das geht, müssen wir natürlich eine Renderfunktion zur Verfügung stellen. Die macht nichts anderes, als auf jedem Objekt, was sie hier oben hält, die Renderfunktion aufzurufen. So. Und den schönen so. Und was das Schöne an der Stelle ist, uns ist es jetzt egal, in unserem Programmablauf, reden wir jetzt über einen Kreis, reden wir über ein Viereck oder reden wir vielleicht über einen Kreis und ein Viereck. Ich mache mal hier so ein paar Vierecke und einen Kreis, die alle zusammen sind. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier noch eine Move-Funktion hätten und das entsprechend hier auch so, ich sag mal, lautsprechermäßig einfach an alle weiterreichend implementieren, dann sagen wir einfach nur Composite-Grafik.move XY und dann sorgt diese Struktur dafür, dass alle bewegt werden. Dem Programm ist es aber völlig egal, ob das jetzt 1, 10 oder 100 sind. Und genau das ist der Vorteil eines Composite-Patterns. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden dadurch. Wann benutzt man dieses Composite-Pattern? Es wird anscheinend gerne dann benutzt, wenn wir eine baumartige Struktur haben, so wie das hier. Weil wir könnten ja zum Beispiel noch weitergehen. Kurz mal freies Blatt. Wir sagen, guck mal, hier ist ein einziges Rechteck und hier ist ein Composite. Aus einem Rechteck und einem Viereck, das ist jetzt mal so die Composite-Gruppierung. Und diese Composite-Gruppierung, ich mache es jetzt mal hier so, ist wieder Teil einer größeren Composite-Gruppierung, die vielleicht sogar Teil einer weiteren Composite-Gruppierung ist. Man stelle sich vor, in PowerPoint gruppiert man ein Textfeld und ein Bild. Und das gruppiert man zusammen mit einer Tabelle und, weiß nicht, einer Animation. Und das gruppiert man, weißt du, und dann sagst du Gruppierung aufheben und dann wird erstmal nur der äußerste Rand ausgruppiert. Dann sagst du aufs Innere nochmal Gruppierung aufheben, dann wird auch das hier nochmal ausgruppiert. Und am Ende sagst du hier drauf Gruppierung aufheben und dann wird alles einzeln. Wie gesagt, für den Programmablauf zum Beispiel zum Rendern oder zum Bewegen der Objekte ist das völlig egal, ob das 2, 4 oder 100 sind. Und das ist genau der Vorteil. Und vielleicht noch als letztes Beispiel Baumstruktur. Wir denken an den Windows Explorer. Wenn du einen Ordner hast, dann sieht das ungefähr so aus. Und hast einen zweiten Ordner und der hat dann hier seine Unterstruktur und der hat dann hier was und hier was. Und das kann im Grunde genau nach denselben Regeln ablaufen. Ein so ein Ding, ich sag mal eine Zeile, ist so eine Art ein Grafikobjekt. Und wenn das halt tatsächlich ein Ordner ist, dann wird halt hier ein Plus dran gerendert und wenn es kein Ordner ist, wird halt kein Plus dran gerendert. Dann ist es einfach nur so. Und wenn man da jetzt draufklickt, dann gibt es zum Beispiel für den Ordner, kann man ja, ich mal hier so einen Pfeil dran,
Ich kann ja hier draufklicken oder ich kann hier draufklicken. Und genau dasselbe kann ich auch hier machen und ich kann es auch hier machen. Das heißt, so ein Grafikobjekt, was jetzt hier immer diese Größe hat, hat irgendwo eine On-Click-Funktion und da wird dann geprüft, okay, On-Click, wenn das irgendwie, wenn es jetzt ein Ordner ist, innerhalb des Ordners wird geprüft, ist das irgendwie hier was, dann mach halt entsprechende Funktion. Und bei so einem normalen, zum Beispiel bei einer Datei, wenn man draufklickt, dann passiert eben was anderes. Aber für den Windows Explorer, für den Datei Explorer selber, sind diese Dinger hier alles gleiche Objekte. Und ja, das ist im Grunde, finde ich, die beste Idee oder die beste Anschauung für eine Baumstruktur. Und ja, damit soll es auch schon gewesen sein. Kommentare, Anmerkungen in die Kommentare. Und auf jeden Fall Videobeschreibung lesen. Mögliche Fehler hier werden in der Videobeschreibung veröffentlicht. Vielen Dank fürs Gucken.